Mann, 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 war das ein Wochenende. Da war alles dabei. Carcamping und dann 2 Nächte draußen in der Hängematte. Im Camp von Robot Outdoor. Die Jungs von Trekking und Outdoor waren auch noch da. Siggy Pop, Howie Art, Sven Künkele und der Buschklempner. Gas, Wasser, Scheiße, Gösser. Der war auch dabei. Ja, war eine richtig coole Nummer. Ich habe ein bisschen gefilmt, ein paar Eindrücke von dem ganzen Treffen gibt's jetzt. Los geht's mit einer Runde Carcamping. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, es wäre geschafft. Ich bin tatsächlich angekommen, wo auch immer das ist. Ortsangaben gibt es hier natürlich keine. Ja, habe jetzt mein Auto gerade abgestellt, sodass ich nachher auch schön drin pennen kann. Jetzt werde ich mir aber mal meine Pizza reinziehen. Trinke jetzt noch ein Bierchen und dann mache ich mir gleich mal hier im Auto gemütlich. Aber erstmal muss ich aufstehen. Ich kann nicht mehr sitzen. Bin jetzt 4 Stunden durchgefahren. Frisch geworden. Vielleicht mal hinfahren, die Jacke anziehen. Aber erstmal Spül aufbauen. Ja, ich glaube, ich habe es tatsächlich geschafft, auf dem Weg vom Saarland hierher tatsächlich die schlechteste Pizzeria zu finden. Die ist sowas von fertig gewesen eben. Und ja, Analogkäse, salzig war es auch. Naja, der Hunger treibt es rein. Mahlzeit. Lauwarm. Okay. Und dazu ein schönes Bier. Eiskalt. Beer of the Day. Ist ein Bitburger Triple Hopped Lager. Sehr geil. Richtig, ja. Es kickt richtig nach vorne. Sehr hopfig, aber ich mag das ganz gern. Oh. Das passt tatsächlich sehr gut zur Pizza. Ich freue mich jedenfalls gerade richtig aufs Wochenende. Ich glaube, es wird ein richtiger Spaß mit den Jungs. Ich freue mich, die Jungs kennenzulernen. Ich kenne ja bisher nur den Goose. Bin gespannt, wenn noch alles da ist. Kommen noch ein paar andere Gäste, die auch auf diesem auf dem Robot-Auto-Treffen gewesen wären. Weil die Mitorganisatoren waren. Ja. Aber das seht ihr dann alles morgen früh. Ich würde sagen, für heute ist Schluss. Ich mache mir jetzt gleich hier im Auto noch gemütlich. Das iPad dabei. Ein bisschen ja Netflix and chill. In dem Sinne, Prost und ja, weil ich hier im Robot bin, Glück auf. Herrlich. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, die Nacht war kurz, aber wir haben jetzt hier herrliches Wetter. Ich bin von der Sonne geweckt worden, um 5. Und dann hat diese kleine Kapelle hier Terror gemacht. Also bei uns ist es üblich, dass die Kirchenglocken so ungefähr pro voller Stunde einmal schlagen. Das heißt um 6 Uhr 6-mal. Um 17:45 dann einmal, um 18:30 dann zweimal, um 18:45 dann dreimal und um 19:00 dann ja 7-mal. Aber die hat irgendwie eine Minute lang Ding, 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 Ding. Also ich kann euch das mal vorspielen. Ich habe dem Goose nämlich noch eine Nachricht geschickt.
abartig. Ja, naja, ich habe recht, ich habe ganz okay geschlafen, würde ich sagen. So im Auto zu schlafen ist nie so wirklich bequem, das ist alles immer so ein bisschen eng, aber es passt schon. Hatte ja angenehm warm, der Grützebeck, ja, für die Temperaturen vollkommen ausreichend. Macht aber ein schönes Schlafklima auch im Auto, gerade weil da eben so viel Schwitzwasser ist. Dann nimmt er die Feuchtigkeit ja von einem selber noch ein bisschen besser auf. Und ja, jetzt würde ich sagen, mache ich mir mal Frühstück und dann warte ich auf den Goose. Der kommt mich dann gleich um ja, 9 Uhr hier abholen. Ja, noch ist das alles hier im Auto so ein bisschen provisorisch. Ich stelle mir dann immer so eine Kiste rein, die ist genauso breit wie der linke Sitz, der linke Rücksitz quasi, um mein ganzes Zeug so ein bisschen zu organisieren. Das Blöde ist jetzt halt, dass hier hinten diese Klappe, unter der sehr viel Stauraum ist, ja, sich nur im Gesamten heben lässt. Das werde ich alles ein bisschen abbauen, quasi mir auf der linken Seite so einen Auszug machen, irgendwie was reinbauen, dass ich hier meine Kiste rausziehen kann, die ich aber vielleicht auch im Alltag nutzen kann, eben als ja, für einkaufen zu gehen, und auf der rechten Seite die Klappe dann auf hochklappbar machen, sodass ich dann halt da unten noch an alles rankomme, weil ich auf der rechten Seite immer schlafe. Ah. Ach Leute, das ist schon wieder herrlich. So, jetzt mache ich mir hier mal ein schönes Frühstück. Käffchen, Schokomüsli. Und dann geht's nachher richtig los. Ja, ist einfach herrlich hier. Ja, der Gaskocher nicht so laut. Also nächstes Mal hole ich wieder einen Spiritusbrenner mit, oder ich muss mir tatsächlich mal so für hier draußen mal so einen leiseren besorgen. Falls ihr einen leiseren Gasbrenner kennt, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Weil das Ding ist echt so ein kleiner Pulswerk. Ich bin schon ganz schön am Schwitzen hier in der Sonne. Es ist echt verdammt warm. Mega geil. Ich freue mich total, weil die letzte Woche hat es bei uns nur geschifft. Es waren wirklich extreme Regenfälle sogar. Also die Erde ist bei uns wieder wirklich nass. Und jetzt zum Wochenende hin wird es endlich wieder schön. Wunderbar, tolles Draußenwetter. Da kann man den Tag heute oder das Wochenende auf jeden Fall genießen. Ich hoffe, man versteht mich. Heute Morgen gibt es einen Schokomüsli aus dem Decathlon. Das hat der Sigi letztes Mal dabei gehabt. Ich vermute, dass es von Voyager hergestellt wird. Das werde ich jetzt gleich feststellen, wenn ich es probiere. Wenn es nämlich genauso schmeckt, dann ist es Voyager. Ja, halt auch so ein Trekkingessen. Kommt 100 ml Wasser rein. Und ja, fertig ist der Quatsch. Ein wunderbarer Bialetti-Kaffee am Morgen. Perfekt. Also es ist nicht 1:1 das Voyager-Schokomüsli, denn da sind glaube ich noch Apfelstückchen drin. Aber es ist ein sehr leckeres Schokomüsli. Übrigens, von der Pizza gestern Abend hatte ich so einen Brand. Normalerweise werde ich nachts nie wach und habe Durst. Heute Nacht habe ich quasi hier so eine halbe Flasche gesoffen. Dementsprechend muss ich morgen direkt ziemlich dringend schnell raus. Boah, die Pizza war echt so salzig. Ich habe noch eine halbe. Werde ich wahrscheinlich heute Mittag snacken oder so. War die richtige Entscheidung, gestern schon zu fahren. Hat keinen Bock gehabt, jetzt irgendwie ab 6 Uhr hierher zu gurken. 4 Stunden. Teilweise dann durch Berufsverkehr. Ne, kein Bock. Das wenn. Fünfkele. Hat um 5 Uhr ein Bild vom Bahnhof gepostet. Der fährt dann zum Sigi. Dann fahren die beide im Auto zum Haui. Laden dann den Haui ein und dann kommen sie hier hoch. Also auch eine halbe Weltreise für den Sven. Aber sehr geil, freue ich mich auch drauf, dass der dabei ist. Ewig lang nicht mehr gesehen. So. So beginnt jeder Satz eines YouTubers, der nicht vor der Kamera sprechen kann. Ich warte jetzt auf den Fuß und dann melde ich mich wieder bei euch. In der Zwischenzeit mache ich mir noch einen Kaffee. So, Müsli ist jetzt auch, ey. Da war es schon wieder so, verdammte Scheiße. Ja, zur Stromversorgung muss ich mir dann tatsächlich jetzt noch Gedanken machen. Ich habe gerade, mein Auto hat gerade rumgepiept, dachte ich, gehe ich mal rein, mach's mal an. Und ja, Batterie tot. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet nach... Keine Ahnung, ich habe gestern Abend noch eine Stunde hier gestanden mit dem Verbraucher an, heute Morgen jetzt noch, dass da jetzt schon die Batterie im Eimer ist.
Vielleicht ist da auch was mit der Batterieladung nicht ganz in Ordnung. Naja, der ADAC wird es mir sagen. Aber ich muss mal gerade feststellen, es wäre eigentlich keine richtige Autobody on Tour, wenn nicht irgendwas mit dem Auto wäre. Es ist nicht so, dass ich den Seat eingetauscht habe, weil er Probleme gemacht hat und ich deswegen ein zuverlässiges Auto wollte. Naja, dass die Batterie nach 2 Stunden ein bisschen Verbraucher anhat und nachdem ich vorher 4 Stunden durchgeballert bin, in meinem Hals, hätte ich jetzt nicht erwartet. Naja, zum Glück ist ja Garantie drauf und ich habe das Rundum-Sorglos-Paket hier gebucht. So, der ADAC ist ein paar Minuten da. Schauen wir mal, was der sagt. So, der ADAC, da ist es schon wieder, dieses So. Ich habe eben schon drüber gekotzt. Ja. Der ADAC ist weg, dafür ist der Goose und der Herr Dr. Ost da. Glück auf, Jungs! Glück auf! Ich freue mich, die sich auch. Rucksäcke sind gepackt und jetzt geht's gleich hier irgendwie auf den See. Sehr weit ist es, ne? Ja. Extrem weit. Ja. Also, wir sagen mal so über den Daumen zwischen 20 und 22 Kilometer ungefähr. Ja. Aber bergauf. Ja, dann mache ich also 30 Kilo dabei. Das ist, hier ist meiner. Ja. Also, dann sehen wir uns gleich im Lager. Ach so, exklusiv, ich kenne den geheimen Ruhrpott-Autohandschlag. Oh, Corona. Ja, und? Ach, verdammt. Wir sind immun. Ja. Auch Viren haben ihren Stolz. Ja. Wir sind hier am Camp angekommen. Das legendäre Ruhrpott-Autocamp. Die Mega-Zeltfläche. Geil. Bauen wir Birkenbau heute? Morgen? Danke. Cheerio. Zum Wohl. Zum Wohl. Auf ein schönes Wochenende. Schön, dass du hier bist. Noch schöner, wenn ich wieder weg bin, ne? Schön, dass du Sonntag wieder gehst. Ja, fahren ist ja wohl nicht. Ich hab nächste Woche Urlaub. Ich kann noch eine Nacht ausnüchtern. Ja, der Doktor hat schon aufgebaut. Gus ist auch am Aufbauen. Und dann baue ich auch mal auf. Hab mir hier 2 Bäumchen rausgesucht, die optimal sind. Und heute habe ich mal wieder die Tremhängematte dabei und werde die mal schön hier zwischenspannen. Ich musste gerade mal meine Kamera holen gehen. Der Badger ist jetzt da und dann bekam ich die freudige Nachricht, dass ich eingeführt werde oder eingeführt bekomme. Man weiß es nicht, aber... Der beste Senf, mein lieber Sohn, ist der von Thomas Iserlohn. Hashtag unbezahlte Werbung. Oh. Ein Original Ruhrpott mit Wurst. Oh ja, oh, ein grober Senf. Oh. Mahlzeit. Eine ganz kleine Senfmanufaktur hier aus der Stadt. Und die sind wirklich richtig gut. Alter, das Tag, das wieder raus. Ja. Gut, wa? Gut. Sehr lecker. Das freut mich zu hören, mein Lieber. Wunderbar. Für die nicht. Wurst. Schicki Wurst. So, nach ein bisschen hin und her gefrickel steht jetzt mein Setup soweit. Muss nur noch der Topfwild rein. Ja, und dann kann ich eigentlich schon drin pennen. Wie gesagt, habe heute wieder die Dream Hammock dabei, die Bridge Hammock.
ja, wenn man die länger nicht genutzt hat, ist es immer ein bisschen ja, hin und her gefrickelt, bis man die aufgebaut hat. Aber jetzt ist sie optimal. Der Goose hat auch schon Probe gelegen, dem gefällt es auch. Ja, alles schön abgespannt. In die Richtung offen, kann ich ein bisschen in den Wald reinschauen. Auf der anderen Seite geschlossen, da kommt der Atti hin. Und ja, nee, den mag ich nicht. Der Atti hin, Späßchen. Keine Ahnung, nee, halt einfach so von einer Seite ein bisschen zu hat. Eventuell zur Not kann ich das hier auch nochmal relativ schnell runterziehen. Einfach nur die Stöcke raus, die Schnur spannen und dann ist das hier von der Seite auch dicht. Genau. So, jetzt mache ich noch ein bisschen klar Schiff und dann muss ich mal was trinken. Oh, alles aufgebaut. Wir sitzen schon hier eine ganze Weile rum. Die anderen sind auch im Anflug. Eine Stunde sind die auch da. Ja, ich bin gespannt. Beziehungsweise trudeln so übers Wochenende verteilt rum, alle gar. Ja. Ja. Das ist die Crew, die aus Bayern und Baden-Württemberg eingereist ist. Abholen und ab zum Lager. Eingeflogen. Sigi wieder mit dem Wanderwagen unterwegs. Da hau ich mit dem übertriebenen Rucksack. Schrankwand. Ja, der dachte, er wollte dem Atti Konkurrenz machen, glaube ich. So, jetzt nochmal. Da war es schon wieder mit der richtigen Kamera. Alter. Die anderen sind jetzt auch hier oben. Und dann haben wir dir da noch einen weiteren Neuankömmling, einen alteingesessenen, den Rabauke. Ei, Rabauke, verdammt. Alles gut. Ja, Rabauke. Hi. Hi. Der baut auch schon sein Zelt auf. Ja, die anderen kommen jetzt mal an. Und dann wird gleich mal was getrunken. Der Dehydration entgegenwirken. Denn Dehydration ist der Feind des Alkoholikers. Jetzt gehen wir mal zum Rabauken, denn der ist hier unten, hat der ganz heimlich seine Bar aufgebaut. So, jetzt erzähl mal, was du hier machst. Ich versuche gerade nämlich einen Long Island Eistee. Ich hab das zu Hause vorgemixt. Okay. Da ist dann die fertige Mischung schon drin. Genau. Cool. Ja, ich hatte erst überlegt mit Ausgießern, also ganzen Getöse. Und dann ach, das, ich, ja. Bin ich dazu gestoßen, dass es dann doch vielleicht ein bisschen zu viel Aufwand ist. Oh, mega. Ja. Ich möchte natürlich auch Zementen. So, Strohhalm. Stroh? Mit Strohhalm. Die sind sogar wiederverwendbar. Also. Das ist Survival, Leute. Ja. Das ist Survival. Ich überlebe ein Wochenende mit Robotauto. Ja. Das könnte schwierig werden. Ich bin mir noch nicht sicher. 48 Stunden in meinem XXL-Ausrüstungsschrank, bewaffnet nur mit einem Löffel. Ich danke dir. Habt ihr das Teil da oben gemacht? Ja, mit der Silky. Wenn euch das zu zitruslastig ist, hier ist noch Cola. Ja, ja, genau. Mit 10er aber, ne? 17 Mal umrühren, ne? Ja. Aber der ist allein so geil, gerade von der Farbe her. Was ist das eigentlich? Ich sag da immer Bon Voyage. Bon Voyage. Ihr müsst einmal umrühren, sonst wird's eklig. Loris Camp. Man kann mein Gesicht nicht sehen. Achso, der filmt. Ja. Neumodische Technik. Krass. Aber ob du sowas abgibst, ist die Frage. Schaffst du? Wow! Alter Schwede! Das war schon ganz weit vorne. Hallo, das ist zu, das ist doch keine Herausforderung. Was meinst du? Nein, von dem da Laptop. Hab ich nicht von gehört. Nee. Hat er mir an Doktor aus Geburtstag erzählt? Ich hab getrunken. Nee, ich war schon am Samstag. Boah! Alter, lieber YouTube. Jetzt sehe ich das mal, wie das geht.
Wenn ihr wissen wollt, wer vor uns brennt, dann bleibt dabei. Ciao, ciao. Ich fühle mich nicht fest. Schon an die Wasserrutsche. Wenn ihr noch ohne Spaß habt, dann ich wieder Spaß dazu. Mein Spaßbad wäre immer auch. Also, möchtest du mir Spaß zumachen? Ich meine, kann mehr. Ist echt Film? Ja, es wird schon warm jetzt. Die Bett, Alter, was bist du denn? Das sind Moinkballs. Meine Fresse. Die sind lecker. Ich habe noch nie so gut vegetarisch gegessen. Ja. Ehrlich, oder? Vor allem der Speck. Ja. Was? Außen Oink, innen Mu. Okay. Ja, das muss ich jetzt nochmal erklären. Ja, ich verstanden schon. Ja, was denn? Das ist ja prinzipiell bei den... Der Erste, der jetzt richtig... In Ach so, eine Nacht noch ziehen lassen, ja. Ja, ja. Ja, mach die mal. Bereite die mal vor, ich grill die gerne. Ja, kann ich machen, Alter. Ja, mach das. Deine Frau. Ja, das ist meine Frau. Ja, meine Frau. Ich hab ja keine Frau, sie kann nicht so aufblustern. Mmh. Hör dir was auf, mein Gin Tonic. Ja. Alter! Du Scheißkiller! So langsam wird's dunkel hier. Dunkle Gestalten. Ja. Da hinten wird wieder gebrutzelt. Der Attila macht noch eine Runde Raps. Der Homie versucht sich noch ein bisschen im Messer werfen. Oh. Google Maps. Also. Google Maps. Google Raps. Der Siggi liegt wieder in der Hängematte. Der ist schon ausgenockt. Oh, jetzt wirft er Guss. Und? Oh, hey, hat ihr getroffen, ha? Ja, wir haben hier einen sehr schönen Abend. Filmen ist irgendwie nicht so drin. Die Gespräche sind nicht ganz passend. Gebe ich zu. Ja, wir lassen es uns gut gehen. Und ich denke mal, ich melde mich nochmal später aus der Hängematte. In dem Sinne, schönen Abend. Jo, wie versprochen, melde ich mich nochmal. Wir haben jetzt schon kurz vor ein irgendwas. Ich bin jetzt schon verdammt müde. War ein sehr, sehr lustiger Abend. In einer geselligen Runde, so nenne ich es mal. Ja. Ich freue mich auf morgen. Schönes Wochenende. Gute Nacht.